Die Saison 2013 ist beendet und ein würdiger Titelträger gefunden. Das ADAC GT Masters feiert Diego Alessi und Daniel Keilwitz. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr erfüllen sich die beiden Corvette-Piloten ihren großen Traum von der Meisterschaft. Und es ist einfach ein Wahnsinnsgefühl jetzt, also wirklich erleichtert und dass wir es endlich geschafft haben. Und es ist einfach ja, ein super Gefühl. Und das ganze Team freut sich, hat einen super Job gemacht. Also wirklich total happy alle. Very unusual feeling for me. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Tag. Irgendwie unwirklich, denn es ist ja der erste große Titel, den ich in meiner Karriere erringen konnte. Es ist der erste große Result, den ich in meiner Karriere erreicht habe. In der Teamwertung triumphiert Prosperia C Up Racing nach einem turbulenten ersten Rennen in Hockenheim am Ende doch noch. Und in der Gentleman-Wertung heißt die strahlende Siegerin Christina Nielsen. Das spannendste Saisonfinale des ADAC GT Masters aller Zeiten. Es begann mit einem Paukenschlag direkt nach dem Start. Ganz hinten im Feld gerieten die beiden Gaststarter Gerd Beisel in der Corvette und Enzo Idee im weißen Audi aneinander. Eine Schrecksekunde, die den weiteren Rennverlauf gehörig durcheinanderwirbelte. Gerd Beisel hatte Glück im Unglück. Für ihn endete der Tag im Krankenhaus, wo er vorsorglich die Nacht verbrachte. Ernsthafte Folgen blieben aber aus. Und es ging weiter heiß her. Wie aus dem Nichts überschlug sich Rahel Frey mit ihrem Audi R8. Die Schweizerin durchgeschüttelt, aber unverletzt. Ja, den Umständen entsprechend geht es mir gut. Ich wurde durchgecheckt, wurde nicht festgestellt. Von dem her, das wird sich alles wieder einrenken. Im Auto geht es, glaube ich, nicht so gut wie mir. Diese beiden Herren dominierten Rennen 1 von Start bis Ziel. Dominik Schwager und Frank Kechele schafften es, ihre starke Leistung aus dem Qualifying zu bestätigen. Saisonsieg Nummer 2 und ein versöhnliches Saisonende für das Lambda Performance Team. Maximilian Götz und Maximilian Bug auf Rang 2 und vor dem finalen Lauf nur noch 6 Punkte hinter den Meisterschaftsführenden Daniel Keilwitz und Diego Alessi. Wir müssen morgen gewinnen, wenn wir die Meisterschaft gewinnen wollen. Und es gibt jetzt nur noch Sieg oder Niederlage, es ist einfach so. Und es sah in Lauf 2 zunächst gut aus. Tabellenführer Keilwitz kam in der Spitzkehre unfreiwillig ins Drehen und fiel von Platz 4 bis ans Ende des Feldes zurück. Der Titel zu diesem Zeitpunkt weg. Durch der Dreh in der Spitzkehre hinten, es war natürlich aus meiner Sicht unnötig, dass manche Fahrer gleich reinhalten in der ersten Runde, aber gut, das Racing. Aber dann die Katastrophe für die Mercedes-Crew. Der SLS fing Feuer, das Aus für die Titelanwärter. Am Ende nur ein enttäuschender dritter Platz in der Gesamtwertung. Den Doppelsieg perfekt machte der Ford GT in Hockenheim. Dahinter zwei Audi von Prosperia C Up Racing, die sich damit die Teammeisterschaft sicherten. Porsche-Pilot Robert Renauer eroberte mit Platz 4 die Vizemeisterschaft in der Fahrerwertung. Gerade einmal 5 Punkte trennen ihn am Ende vom Titel. Überschwängliche Freude dagegen beim neuen Meisterduo Keilwitz und Alessi. Das Trauma vom Vorjahr, als man in Hockenheim die Meisterschaft im letzten Rennen noch verspielte, ist damit wohl überwunden.